Leute, ich habe einfach das Ultra-OP-Deck gefunden für Arena Stufe 4 und vielleicht sogar aufsteigen. Habt ihr euch schon immer mal gefragt, wer ist denn der beste YouTuber und welches Deck ist das beste für Arena 4, mit dem ich jeden Kampf gewinne und ganz schnell Pokale aufsteige? Leute, ich kann euch da helfen. Also, ich will jetzt nicht pushen, aber wir schauen mal ganz kurz in meinen Angriffslog rein. Was für Angriffslog? Wir schauen mal kurz in meinen Battle-Log rein. Und ihr seht, gewonnen, unentschieden, gewonnen, 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 1-0 verloren, gewonnen. Gewonnen, gewonnen. Fast alle Fights in meinem Angriffslog gewonnen. Und davon auch noch 1, 2, 3, 4, 5, 5 Fights, in denen ich 3 Kronen geholt habe. Leute, ich habe einfach das Ultra-OP-Deck gefunden für Arena Stufe 4 und vielleicht sogar aufsteigend. Ich bin jetzt mit diesem Deck innerhalb der letzten paar Tage, wo das Ganze hier angefangen hat, das war vor 3 Tagen und 9 Stunden, um ganze 200, wenn nicht sogar 300 Pokale gestiegen. Das ist einfach so unnormal. Dieses Deck hier ist einfach so OP. Ihr seht, einmal habe ich mit dabei Goblinhütte, Barbaren, Prinz, Minions, den lieben Ballon, Arrows, Speargoblins und Giant Skeleton. Und Leute, es ist wirklich, ich kann es euch hier unterschreiben. Ich unterschreibe es euch hier. Guck in die Kamera. Ich unterschreibe es hier auf einem imaginären Zettel. Das ist einfach das beste Deck für Rathaus. Wollte gerade sagen, schon Rathaus. Für Arena Stufe 4. Und natürlich fragt euch jetzt, warum genau ist das das beste Deck und nicht das Deck XY, was der YouTuber XY vorgestellt hat. Ich habe ja hier in dem Angriffslog wirklich genug Beispiele, wo man sehen kann, wie OP das Deck ist. Ich würde mal sagen, wir gucken uns zuerst mal hier ganz kurz einen Fight an, wo ich 3 Kronen geholt habe und danach vielleicht mal einen etwas knapperen, vielleicht auch das Unentschieden. Und dann erkläre ich euch mal so ein bisschen die Strategie hinter diesem Deck. So, wir kämpfen gegen den Lil Jon. Er ist zwar noch ein Level unter mir, aber trotzdem seht ihr rechts so ein wenig sein Deck und was ich auch zur Verfügung habe. Meine Taktik am Anfang ist eigentlich meistens, ich setze Barbaren, weil die eigentlich fast immer am Anfang bei mir so drin sind und warte dann erstmal, wie der Gegner so reagiert. Meistens kann ich dann direkt mit den beiden anderen kleinen Karten sozusagen kontern. In dem Fall mit den Minions und mit den Speargoblins und hole mir dann meistens schon, wenn der Gegner schlecht reagiert hat, den ersten Turm fast, beziehungsweise, oder hole ich ihn? Ja, ich hole ihn sogar. Und der Fight läuft gerade mal 20 bis 30 Sekunden. Und er hat nicht mal ein, ach doch, er hat hier meinen rechten Turm ein wenig angekratzt. Aber ihr seht, das Deck basiert halt darauf, dass ich wirklich 3 starke Epic Cuts habe, die wirklich, wenn die einmal durchgegangen sind, auf dem Turm sind und von nichts mehr abgehalten werden, dann wirklich auch den Turm, sage ich mal so, zu 2/3 der Angriffe, beziehungsweise so zu knappen 66% den Turm dann auch wirklich holen. Ich habe ja einmal den Giant Skeleton auf Stufe 2 schon, dann Prinz auf Stufe 2 und auch noch den Ballon, der wirklich, wenn der einmal das seht ihr jetzt vielleicht auch gleich, wenn er auf den Turm losfliegt. Wenn der einmal seine Bombe droppt, dann zieht das schon direkt 600 Lebenspunkte. Und in Kombination natürlich hier mit dem Prinzen und dem lieben Ballon ist es natürlich noch OP-er. Und jetzt kriegt der Prinz sogar noch ein wenig Unterstützung von hinten, von den lieben Speargoblins, die dann auch noch mal ein wenig Schaden machen. In dem Moment hatte ich gerade wirklich ein recht großes Problem, weil ihr seht, ich konnte nicht wirklich was setzen, außer jetzt halt den Barbaren. Aber trotzdem bekommt mein Turm jetzt Schaden, weil weil es liebe Riesenskelett oder der Riesen-Larry gerade seine Bombe gedroppt hat. Aber trotzdem war ich mir in dem Moment schon recht sicher, dass ich den Fight gewinnen werde, weil ich habe seinen King Tower sozusagen schon freigelegt und schon 2 Türme geholt. Trotzdem hat er an meinen Türmen recht viel Schaden gemacht. Aber ihr seht jetzt, ich probiere jetzt wirklich voll auf den Turm zu gehen. Habe jetzt zwar noch in der Death nur noch eine kleine Goblin-Hütte, die halt auch zur Verteidigung meistens dient.
beziehungsweise auch noch die Barbaren, die auch wirklich sehr gut in der Verteidigung sind. Und natürlich doch die Minions, die auch gut gegen Lufteinheiten sind. Zum Beispiel gegen den Baby Dragon oder halt mal, wenn ein Gegner mit einem Ballon angreift und ihr seht, mein Ballon fliegt zu seinem Turm, droppt einmal und fällt runter und zack. Ein schöner 3-Sterne-Angriff beziehungsweise 3-Kronen-Angriff. Und einmal ein schönes Beispiel, was man mit dieser Taktik wirklich alles reißen kann. Springen wir direkt in den nächsten Fight. Und zwar spiele ich in dem Fall, beziehungsweise kämpfe ich in dem Fall, gegen den lieben Magic aus dem Clan Packer Playhouse. Er ist auch Rathausstufe sagen? Level 6. Und ja, ihr seht gerade wieder ein wenig rechts, was er so für Truppen hat, beziehungsweise was für Deckkarten. Und bei dieser Karte hier muss ich mich echt immer recht doll aufregen, weil, ja, die Barbarenhütte ist schon echt stark, wenn wirklich alle Barbaren in dem Fall aus der Kaserne rauskommen, ohne dass sie vorher gedamaged wird, dann ist das wirklich schon eine starke Karte. Aber ihr seht gerade, ich konnte gut kontern mit meiner Minion-Horde und dahinter mit den Spear-Goblins. Und wir holen sogar, na, zur Hälfte haben wir jetzt sogar den Baby-Dragon geholt. Das ist wirklich schon echt eine echt gute Kombination, und wenn man auch noch die Goblin-Hütte gut platziert, in dem Fall bei mir, ich platziere die immer so recht mittig zwischen den beiden Türmen, also so halt als Dreieck so dazwischen, damit halt, falls da mal irgendwie jemand mit einem Ballon kommt oder einem Riesen oder einem Giant Skeleton, dass sie dann auch dorthin laufen und nicht irgendwie noch Schaden an meinen Türmen machen. Und ja, ihr seht gerade von links komme ich in Kombination mit dem Prinzen und dem Larry wirklich in einem starken Duo. Und ihr habt gesehen, die haben jetzt gerade schon wirklich echt krass viel Schaden an dem Turm gemacht. Ist jetzt schon auf 896 runter. An meinem Turm hat er wirklich noch fast gar keinen Schaden gemacht. Also nicht mal wirklich angekratzt, außer der rechte vielleicht ein wenig. Und ja, ihr seht auch, das Deck funktioniert auch in der Dev wirklich sehr gut, wenn die Goblin-Hütte steht und dahinter man auch noch ein paar andere Goblins setzen kann. Seht ihr, wie schnell der Baby-Dragon down ist. Und der Pfeilhag ist auch ganz gut gegen kleinere Einheiten, wenn ich da dann gerade nichts irgendwie von mir zur Verfügung habe. Ihr seht, er kämpft so ein wenig mit der Abfucker-Taktik, aber die bekommt man mit diesem Deck auch wirklich gut unter Kontrolle. Und ja, von links komme ich dann jetzt nochmal mit dem lieben Giant Larry. Ich glaube, dem gebe ich noch ein bisschen Unterstützung oder lasse ich den jetzt da oben verrecken? Ich meine, ja genau, jetzt kommt mein Prinz dahinter, weil der Giant Larry droppt halt noch seine Bombe und reißt den Knight mit in den Tod. Und der Prinz macht den letzten Stich und der Turm ist down. 3 Kronen wieder gegen den lieben Magic. Ja, bei so einem Fight kann man sich schon ärgern. 13-0, ja, passiert auch nicht jeden Tag. Aber naja, ich muss sagen, wirklich, Deck ist top. Und ich würde mal sagen, wir schauen mal in einen etwas knapperen Fight rein. Vielleicht sogar das Unentschieden oder wo ich einmal verloren habe, wo der Star lag. Und ja, wir springen mal rein. So, inzwischen sind wir schon bei Fights angekommen, wo ich bei 1300 Pokalen bin. Und hier in dem Fall schon der erste 7er Gegner gekommen ist. Also ihr seht das auch gleich. Der Truppenunterschied ist wirklich so knappes Level. Also ist wirklich schon ein recht knackigerer Gegner gewesen, sage ich mal so, oder härterer Gegner gewesen, der wirklich auch recht gut gefightet hat, aber ich habe trotzdem noch, ja, einen Unentschieden geholt, wenn es am Ende vielleicht auch noch ein bisschen knapp war, ich weiß nicht mehr so genau, ich habe den Fall, glaube ich, gestern oder heute Morgen gemacht. Ja, ihr seht am Anfang, ich habe wieder Barbaren in die Ecke reingesetzt und in Kombination jetzt mit den Minions mache ich da schon mal ein wenig Damage an dem gegnerischen Turm. Ist jetzt schon, ja, bis wie weit kriege ich ihn runter? Bis 500. Und bei solchen Sachen ist es halt immer ganz gut, wenn man da mal den lieben Pfeilhagel hat. Aber in dem Fall hatte ich da leider nur die Goblin-Hütte, die jetzt in dem Fall als kleiner Schutz vor meinem Turm diente. Aber ihr seht jetzt hier, ich kann einfach nichts setzen. Ich habe nichts da, was ich irgendwie setzen kann. Und er bekommt jetzt meinen Turm, was es ein wenig ärgerlich war. Aber ich habe trotzdem auch an seinem Turm 500 schon runtergezogen, alles klar. Den noch 500 runterbekommen. Aber ihr seht auch schon, mein King-Turm wurde um ordentliches angekratzt. Und in dem Fall dachte ich schon, ah, Leute, das wird nichts fürs Video. Ich kann nicht in den Titel schreiben. Das unglaubliche beste Deck, du gewinnst jeden Fight damit. Aber ihr seht, ich habe doch ganz gut gekontert. In Kombination mit meinem Prinzen und ein paar Barbaren. Aber jetzt kommt er gerade nochmal mit ein paar kleineren Truppen. Ich glaube, ich setze auch gleich den Feierhage, genau. Fast perfekt gesetzt, aber jetzt kommt er leider noch mit ein paar,
ja, Goblins, die auch wirklich guten Schaden machen. Mein Turm ist jetzt schon auf 1245 runter. Sein das noch voll und der rechte Turm von ihm ist auch noch voll. Also in dem Fall sieht es wirklich nicht gut für mich aus. Fight geht jetzt noch eine Minute, spielen wir mal ein bisschen vor, was jetzt noch so genau passiert. Ich setze jetzt auf der linken Seite die Goblin-Hütte ein wenig, um Schaden natürlich vorne zu machen, aber auch um den Angriff von der linken Seite ein wenig zu tanken. Der Feierhage war gerade wirklich echt perfekt gesetzt. Kann man nicht meckern. Und ihr seht, jetzt mache ich auch ein wenig Schaden an seinem Turm. Hätte er jetzt nicht die Skelett-Army gehabt, hätte ich vielleicht sogar ein bisschen noch mehr Schaden gemacht und hätte vielleicht sogar seinen Turm noch bekommen. Ja, Ballon, seht ihr, hat den Turm auch nochmal auf 900 runterbekommen. Bin jetzt bei knappen 600. Und ja, jetzt die Overtime sozusagen. Und die letzten 60 Sekunden, wo man hier irgendwas reißen kann. Ja, und ihr seht, die laufen komplett aus. Also es war wirklich ein spannender Fight bis zum Ende. Und ja, ihr seht, ich hätte die Chance gehabt, seinen Turm noch zu holen. Er hätte die Chance gehabt, meinen King Tower sozusagen auch zu holen. Aber wir haben uns da dann beide wirklich nicht mehr viel Schaden gemacht und das ging eigentlich alles nur noch ein wenig hin und her und keiner hat mir wirklich Schaden in den Türmen gemacht. War jetzt ein bisschen schade, ich hätte wirklich echt die Chance gehabt, da noch ein bisschen mehr zu reißen, aber war wirklich ein echt starker Gegner und war jetzt auch schon Level 7 und ja, na gut, ich bin noch Level 6 in Anführungszeichen, aber kann man nichts machen. Und ja, ich hoffe einfach mal, euch hat das Video gefallen. Ich konnte euch so ein paar Tipps geben. Vielleicht, wenn ich in Arena Stufe 5 komme, ich kann ganz kurz gucken, wann ich in Arena Stufe 5 komme. Ah, mit 1400 Pokalen kommt man in Arena 5. Und ich bin ja auch schon fast Level 7, also ist nur noch ein Katzensprung entfernt. Und vielleicht mache ich dazu auch nochmal ein Video, wenn ich da wirklich ein echt gutes Deck finde. Also ist ein Tipp an euch, ihr könnt das Deck natürlich gerne übernehmen, ist wirklich echt gut. Und ja, ihr seht ja, was man dafür, wenn man da ein bisschen sich mit beschäftigt hat mit dem Deck, was man da für Schaden anrichten kann. Und ja, Leute, habt noch einen schönen Tag. Genießt vielleicht das schöne Wetter. Also bei uns ist es gerade wirklich echt schön draußen. Und ja, dann bis morgen, Leute. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao.